Hallo und willkommen zu einem neuen Part von The Wreck. Eine kleine Kurzankündigung. Ich werde gleich ein Video machen, wo ich die Kommentare vorlese und eventuell mein Intro zeige. Das wird spektakulär. Vielleicht mein Intro. Ich muss nur irgendwie herausfinden, wie ich das dann so kriege, dass ich es runtergeladen kriege. Ob er oder sie, ich glaube, das ist vom Namen her ist es ein R. Und ob er es überhaupt erlaubt, das ist runtergeladen. Ich habe so, übrigens, ihr könnt mich... Warte. Auch per E-Mail anschreiben, um mir Sachen zu schicken. Da oben steht, meine E-Mail-Adresse und ich habe so 1, 2 Sekunde. YouTube-Kontakt. So. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Kommentare zu vorlesen. Unter anderem welche zu Doggy. Das Video wurde ja zum Glück wieder hochgeladen. Ich habe ja YouTube eine E-Mail geschrieben und zwar keine mehr zurückbekommen, aber die haben das wieder hochgeladen. Das ist schon mal nice. Und freut euch auf jeden Fall drauf. Boah, schon mal 2 Minuten um. Freut euch auf jeden Fall schon drauf. Und ihr könnt mich gerne anschreiben, wie ihr auch vielleicht. Hier übrigens unten 16 Abonnenten. Ich mache mir schon langsam Sorgen, dass es echt 20 werden. Da muss ich mich nämlich beeilen mit dem 20 Abonnenten Special. Was dann auch natürlich kommen wird. Ich kann euch aber nichts Großes versprechen, weil eine Technik und Technikkram noch nicht so groß Merch gibt's übrigens kein, nur so by the way. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Part, weil, ja, ich freue mich halt drauf. Ist mal was anderes, so Kommentare vorzulesen, so nette Kommentare und sowas vorzulesen. Und den netten Kommentaren geschenke ich auch Gehör. Also den Kommentaren schenke ich auch Aufmerksamkeit, aber diesen ekligen, bösen Kommentaren lösche ich. Ich lese mir ihn zwar durch, ist mir egal, das prallt ab an mir. Nicht wie früher, als ich das erste Mal mit YouTube angefangen habe. Und ich habe mir auch, glaube ich, früher selber
ja, im Weg gestanden, sozusagen, dass ich YouTube weitermache. Und jetzt ist eine lange, lange Zeit vergangen. Am 16.12.2015 habe ich mit YouTube angefangen. Und jetzt haben wir Ende 2017. Jetzt habe ich über ein Jahr den YouTube-Kanal schleifen lassen. Und nun ist man wieder so weit, dass ich fortsetze, dass ich weitermache. Übrigens, wenn jemand weiß, wie man mit OBS umgeht, dann macht doch bitte mal ein, wenn ihr könnt, ein Video darüber, weil ich möchte natürlich gerne ein oder andere Male auf dem PC aufnehmen. Und daher, ne, würde ich mich freuen, wenn ihr mir da helft. Auf jeden Fall, das soll es gewesen sein, bis um 17 Uhr ungefähr. Weil ich weiß nicht, wann meine Eltern gehen. Ich habe mit meinen Eltern gesprochen, die sagen, mach das lieber, wenn wir wechseln, dann stören wir nicht. Dann ist unsere Stimme nicht im Video. Die haben es auch so langsam verstanden, dass ich das als Hobby mache, nicht so beruflich. Ne? Weil ich verdiene ja auch kein Geld dadurch. Ich mache es ja freiwillig, ne? Ich werde ja nicht gezwungen. Und ja, und dann, ihr könnt mir ja bis zum nächsten Part, wo dann die Kommentare vorgelesen werden, Fragen stellen. Viele verschiedene Fragen. Ich werde sie alle speichern, alle durchlesen. Natürlich nicht die Bösen, sondern die Guten. Wenn es steht, warum bist du so ein Elch? Na, ich will es nicht anders sagen, weil sonst wird der Witz gelöscht und dann kriege ich die zweite Verwarnung. Oh Gott. Auf jeden Fall, ja. Stellt mir viele, viele nette Fragen. Dann werde ich auch viele, viele nette Antworten geben. So läuft's hier. Ja, auf jeden Fall. Bis dann. Ciao mit V.